Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 40. Lernvideo und wir werden uns in diesem Lernvideo mit zwei Dingen beschäftigen. Zum einen mit der Frage, wie man für Teilmengen des Rn das n-dimensionale Volumen bestimmen kann. Und zum anderen stellen wir uns die Frage, wie man das Integral einer Funktion über eine Teilmenge im Rn sinnvoll definieren kann. Ja, das sind also unsere Ziele in diesem Kapitel. Wir werden den Begriff der Jordan-messbaren Menge einführen und dann das Volumen von Jordan-messbaren Mengen definieren und uns Integrale von Funktionen auf Jordan-messbaren Mengen ansehen. Und im nächsten Lernvideo werden wir dann den Satz von Fubini und das Prinzip von Cavalieri kennenlernen. Ich möchte das Lernvideo mit zwei Motivationen beginnen. Als erstes schauen wir uns eine Funktion an, die auf einer Teilmenge des Rn definiert ist. Und zwar ist die Teilmenge hier U genannt. Und jetzt ist es häufig so, dass wenn wir so eine Funktion haben, dann möchten wir die gar nicht über ganz U integrieren, sondern wir möchten das Integral auf einer kleineren Menge, hier Omega genannt, betrachten. Es besteht also die Frage, wie kann man hier diesen Ausdruck sinnvoll definieren? Und nun ist ja so, dass wir im Prinzip das Integral ursprünglich auf dem Rn, auf dem ganzen Rn, also für Funktionen auf Rn eingeführt haben und Integrale auf im eindimensionalen, auf einem Intervall haben wir auf das Integral auf R zurückgeführt. Und genauso möchten wir das hier auch machen. Wir wollen dieses Integral definieren, indem wir das auf das Integral auf dem Rn zurückführen. Und wie machen wir das? Wir integrieren einfach hier dieses Produkt der Indikatorfunktion von Omega mit f. Wenn man sich dieses hier anschaut, dann stellt man fest, ja, man möchte das f ja auch für Punkte x auswerten, die nicht in U drin liegen, für die also f gar nicht definiert ist. Und das heißt, man muss hier, wenn man das so hinschreibt, stellt man sich vor, dass man das f irgendwie fortgesetzt hat, zum Beispiel durch 0 auf den ganzen r hoch n. Und wie man das genau fortsetzt, ist egal, denn wenn man sich die Funktion ansieht, dann ist der Faktor hier vorne ja nur 1, wenn x in Omega ist und sonst 0. Und das heißt, es spielt gar keine Rolle, wie wir das f fortgesetzt haben, weil ja hier Omega eine Teilmenge von u ist. Okay. Das ist also nur eine technische Bemerkung. Der Integrand hängt nur von den Werten von f restringiert auf Omega ab. Damit man dieses Integral hier hinschreiben kann, muss aber dieser Integrand Riemann integrierbar sein. Und wir werden feststellen, dass so ein Integrand, der ein Produkt ist zweier Funktionen, Riemann integrierbar ist, wenn die beiden Funktionen Riemann integrierbar sind. Das heißt, was wir auf alle Fälle haben möchten, ist, dass die Indikatorfunktion der Menge Omega eine Riemann-integrierbare Funktion ist. Und das werden wir gleich in der nächsten Definition festhalten. Okay, eine zweite Motivation für das Kapitel ist folgende. Wir haben eine Menge, Teilmenge Omega im R hoch n und wir möchten das Volumen festlegen dieser Teilmenge. Und wenn Omega ein Quader ist, da haben wir schon das Volumen festgelegt und haben festgestellt, dass dann das Volumen von Omega im Quaderfall gerade dieses Integral ist. Und wir werden dann für beliebige Mengen Omega das Volumen der Menge genauso definieren. Und auch hierfür ist es notwendig, dass die Indikatorfunktion von Omega eine Riemann-integrierbare Funktion ist. Okay, das führt uns auch schon zu dieser Definition. In dieser Definition werden wir insbesondere das n-dimensionale Volumen oder auch Jordan-Inhalt oder das Maß einer Menge definieren und auch den Begriff Jordan-messbar. Das sind die zwei zentralen Begriffe in dieser Definition. Also fangen wir hier an. Wir haben also eine Menge im Rn und wir definieren dann den äußeren Jordan-Inhalt der Menge, indem wir die Indikatorfunktion zur Menge betrachten und dann das Oberintegral uns ansehen. Und wir definieren das innere, den inneren Jordan-Inhalt der Menge, indem wir eben das Unterintegral der Indikatorfunktion uns ansehen. Und
Wenn diese beiden Inhalte übereinstimmen, das heißt, dann ist das Oberintegral gleich dem Unterintegral der Indikatorfunktion. Und das bedeutet nichts anderes, dass die Indikatorfunktion Riemann integrierbar ist. In diesem Fall nennen wir Omega Jordan messbar. Und dann ist das Riemann-Integral definiert der Indikatorfunktion. Und wir nennen diesen Wert, der da rauskommt, eben das n-dimensionale Volumen von Omega oder eben den Jordan-Inhalt von Omega. Und dann gibt es noch Mengen, die Jordan messbar sind, die und ein Volumen haben, das 0 ist. Und diese Mengen nennt man dann Jordan-Nullmengen. Ja, zunächst ist jetzt ganz wichtig festzustellen, dass nicht jede Teilmenge des Rn Jordan messbar ist. Und das bedeutet, wir können nicht für jede Teilmenge des Rn ein n-dimensionales Volumen festlegen. Sie werden später in der Maß- und Integrationstheorie im zweiten Studienjahr das Lebesgue-Maß kennenlernen und auch Lebesgue-messbare Mengen. Die ist noch etwas größer als die Jordan-messbaren Mengen. Und auch dort wird man feststellen, dass nicht jede Teilmenge eine messbare Menge ist. Und damit kann man auch das Volumen nicht für jede Teilmenge bestimmen, in einer konsistenten Art und Weise. Und hier sehen Sie ein einfaches Beispiel für eine nicht Jordan messbare Menge. Man nimmt den Quader, den Einheitsquader im Rn und schneidet den mit den rationalen Vektoren. Und diese Menge ist nicht Jordan messbar. Das sieht man sehr einfach, indem man zunächst mal feststellt, dass der äußere Jordan-Inhalt dieser Menge eben gerade 1 ist. Dazu muss man sich ja daran erinnern, wie das Oberintegral definiert ist. Und da war ja die Idee folgende, dass man sich die Integrale aller Treppenfunktionen ansieht, die eben größer sind als die zu integrierende Funktion, also als diese Indikatorfunktion von a. Und da nimmt man das Infimum über alle diese, Integrale. Und das war dann das Oberintegral. Und jetzt ist es so, wenn man eine Treppenfunktion hat, die diese Eigenschaft erfüllt, dann ist ja die Treppenfunktion eine Linearkombination von Indikatorfunktionen von Quadern. Aber in jedem Quader wird eine rationale Zahl liegen. Das heißt, damit dieses hier gilt, muss auf alle Fälle dieses G schon mal diese Eigenschaft erfüllen. Das muss größer gleich 1 sein für alle x aus dem halboffenen Einheitsquader. Ja, und dann stellt man fest, dass also dieses Oberintegral auf alle Fälle mal schon größer gleich ist als das Integral der Indikatorfunktion dieses halboffenen Einheitsquaders, und dieses hat das Volumen 1. Ja, aber dann sieht man auch sofort, dass hier eben gleich 1 gelten muss. Auf der anderen Seite ist das Unterintegral ja definiert als das Supremum über alle Treppenfunktionen, der Integrale der Treppenfunktion, die eben kleiner sind als die zu integrierende Funktion. Und mit demselben Argument stellt man fest, wenn also so eine Treppenfunktion kleiner gleich ist als diese Indikatorfunktion, dann muss die Treppenfunktion für alle x schon mal kleiner gleich 0 sein für alle x aus diesem Einheitsquader. Und daraus folgt eben nun, dass das innere Jordan-Inhalt eben 0 sein muss, und die beiden stimmen nicht überein, und deshalb ist diese Menge nicht Jordan messbar. Ja, das andere, was man auch schnell feststellt, ist, dass eine Jordan messbare Menge immer beschränkt ist. Warum? Naja, Jordan messbar heißt, die Indikatorfunktion ist Riemann messbar, aber eine Riemann messbare Funktion, nicht Riemann messbar, sondern Riemann integrierbar. Aber eine Riemann-integrierbare Funktion hat eben immer einen kompakten Träger. Und das bedeutet, die Indikatorfunktion von Omega muss außerhalb einer beschränkten Menge verschwinden, und damit ist Omega selber beschränkt. Ja, wir möchten in dieser Bemerkung etwas zur geometrischen Interpretation des Jordan-Inhaltes sagen, und das knüpft an die
Diskussion in der Einleitung des Kapitels zum Riemann-Integral an. Denn dort haben wir bereits versucht, heuristisch zu motivieren, wie man das Volumen einer Teilmenge des Rn definieren könnte. Also es ist wahrscheinlich sinnvoll, dass man sich diese Diskussion nochmal durchliest und dann hier mit dieser Bemerkung fortfährt. Wir führen hier mal diese Menge ein. Diese Menge ist ein Mengensystem aller Mengen, Teilmengen A des Rn, die Sie schreiben lassen als disjunkte Vereinigung von Quadern. Paarweise disjunkte Vereinigung von Quadern, und zwar von endlich vielen. Und wir haben ja gesehen, dass wir das Volumen für so eine Menge A einfach definieren können, indem wir die Volumen dieser Quader einfach addieren. Und für ein Quader ist das Volumen eben aus geometrischen Gründen schon festgelegt. Oder wir haben es eben so definiert als das Produkt der Kantenlängen. Okay, und wir machen jetzt zunächst mal die Beobachtung, dass wenn wir so eine Menge haben, dann ist die Indikatorfunktion dieser Menge A, also einer Menge hier raus, eine Treppenfunktion. Das ist nämlich gerade die Summe der Indikatorfunktion dieser einzelnen Quader. Und als Treppenfunktion ist die Funktion dann Riemann integrierbar, und damit ist die Menge A Jordan messbar. Das heißt, alle Mengen hier drin sind sofort Jordan messbar. Und der Jordan-Inhalt ist ja das Integral der Indikatorfunktion über dieser Menge A. Und das ist ja, wie wir gerade schon gesehen haben, das einfach die Summe der Volumen der disjunkten Darstellung der Menge A mittels Quader. Das andere, was man feststellt, ist, diese Menge A hat eine schöne Struktur, denn wenn ich zwei solche Mengen aus I nehme, dann ist die Vereinigung wieder darin enthalten, der Schnitt ist darin enthalten und auch Differenzen sind enthalten. Und das sieht man, indem man unser Lemma 4.3 einfach anwendet. Ja, eine weitere Beobachtung ist folgende. Wenn wir eine beschränkte Menge Omega haben, dann können wir den äußeren Jordan-Inhalt und den inneren Jordan-Inhalt auf diese Art und Weise charakterisieren. Wir beginnen mal mit dem inneren Jordan-Inhalt. Was schaut man sich an? Man schaut sich zunächst mal alle Mengen A aus unserem Mengensystem I an. Das heißt, es ist eine endliche disjunkte Vereinigung von Quadern. Und wir wollen uns nur A's ansehen, die in Omega enthalten sind. Und von diesen A's schauen wir uns das Volumen an und nehmen dann das Supremum. Hier ist ein Beispiel für ein zulässiges A. Das ist die Vereinigung dieser grünen Quader. Und die grünen Quader sind eben in Omega enthalten. Die Vereinigung ist damit auch in Omega enthalten. Und damit wird es ist natürlich, dass das Volumen dieser Vereinigung dieser grünen Quader eben kleiner sein wird als das Volumen der blauen Menge. Und man kann jetzt hier zum Supremum übergehen, oder man kann zunächst mal hier die Approximation von innen der blauen Menge durch grüne Quader verbessern, indem man natürlich einfach noch mehr Quader hinzufügt. Und so kriegt man immer besser werdende Approximation für das für den inneren Jordan-Inhalt. Das ist das, was dieses Supremum sozusagen macht. Jetzt kann ich auch noch Quader hinzufügen zu den Grünen, sodass dieses Omega sogar überdeckt wird. Und ich male die zusätzlichen Quader mal in Rot dazu. Also ungefähr, ich glaube, das Prinzip ist klar. Okay, und wenn ich mir jetzt die Vereinigung der roten und grünen Quader anschaue, dann bekomme ich wieder eine Menge A, die jetzt da wieder in I drin liegt, aber diese Menge enthält Omega. Und dann ist es logisch, dass das Volumen von A eben eine obere Abschätzung ergibt für das äußere Volumen, für den äußeren Jordan-Inhalt von Omega. Ja, und
Wenn ich das Infimum über all solche äußeren Approximationen bilde, dann kriege ich gerade den äußeren Jordan-Inhalt. Und infimieren bedeutet eben, dass man hier diese Quada ersetzt durch Verfeinerung. Zum Beispiel kann ich diesen hier großen Quader löschen und könnte stattdessen eben kleinere Quader betrachten, die noch besser die blaue Menge approximieren. Und das passiert bei dieser Infimierung, die man hier sieht. Ja, diese Größen, die hier stehen, sind ja gerade das Ober- und das Unterintegral der Indikatorfunktion von Omega. Und wenn diese beiden Integrale identisch sind, dann ist die Indikatorfunktion von Omega Riemann integrierbar und damit ist Omega Jordan messbar, nach Definition. Das heißt, wenn der äußere Inhalt und der innere Inhalt übereinstimmen, dann ist die Menge Jordan messbar. Und die letzte Beobachtung ist folgende. Wenn wir uns nochmal hier diese Quader ansehen, und da haben wir grüne Quader hier drin, die innerhalb von Omega liegen und dann noch die zusätzlichen roten Quader, die man benötigt, um Omega dann zu überdecken. Dann stellt man fest, dass wenn ich die grünen Quader hier mal wegnehme, was dann übrig bleibt, ist eine Überdeckung des Randes von Omega. Und jetzt ist es so, wenn man die innere Approximation und die äußere Approximation immer feiner machen würde, dann kriegt man eine immer bessere Überdeckung des Randes von Omega. Und deshalb ist es, kann man jetzt auch schon erwarten, dass diese Formel hier gilt, nämlich dass der äußere Inhalt des Randes von Omega gerade die Differenz ist des äußeren Inhaltes von Omega minus dem inneren Inhalt von Omega. Das kann man eben auch nachweisen, indem man sich die Definition über die Treppenfunktion genau ansieht. Und das ist jetzt ein ganz praktisches Kriterium, denn wenn diese rechte Seite, also der äußere Inhalt des Randes von Omega 0 ist, dann müssen ja diese zwei Inhalte identisch sein und dann ist Omega Jordan messbar. Das heißt, Omega ist genau dann Jordan messbar, wenn der Rand einen äußeren Inhalt hat, der eben 0 ist. Ja, aus diesen Beobachtungen folgt im Wesentlichen dieses Lemma, das hier steht. Wir gehen es mal der Reihe nach durch. Wenn wir eine Teilmenge haben des Rn, dann ist die genau dann Jordan messbar, wenn wir für jedes Epsilon Ober-, äußere Approximation, innere Approximation in unserem Mengensystem finden können, sodass die Differenz der Volumen kleiner ist als Epsilon. Das ist einfach, was hier steht, ist einfach die Infimierung und die Supprimierung in der Beobachtung ausgeschrieben. Und wenn man sich das hier mal ansieht, aufgrund der Tatsache, dass die Menge hier abgeschlossen ist unter Differenzenbildung, stellt man fest, das hier ist auch gerade das Volumen von A oben quer minus A unten quer. Das ist also die Differenz der äußeren approximierenden Menge und der inneren approximierenden Menge. Und das ist eine Menge, die den Rand überdeckt. Okay. Ja, beim nächsten Punkt stellt man fest, dass eine Menge genau dann eine Jordan-Nullmenge ist, wenn man für jedes Epsilon so eine Menge findet aus diesem Mengensystem I, sodass diese Menge A eben Omega enthält und ein Volumen hat, das kleiner ist als Epsilon. Wenn wir das für jedes Epsilon machen können, dann finden wir eine Folge von Mengensystemen, die alle Omega enthalten und deren Volumen gegen Null geht. Und damit hat man gezeigt, dass zum einen Omega Jordan messbar ist und auch ein Volumen hat, das Null ist. Ja, das, was hier steht, haben wir schon erklärt. Omega ist genau dann Jordan messbar, wenn der Rand eine Jordan-Nullmenge ist. Und D ist, dass wenn wir zwei Jordan messbare Mengen haben, dann ist auch die Vereinigung, der Schnitt und die Differenz wieder Jordan messbar. Ja, und das ist im Wesentlichen die Eigenschaft, das Mengensystem der Jordan messbaren Mengen erbt vom diesem Mengensystem, das wir bereits diskutiert hatten. Und um zu sehen, dass das geerbt wird, kann man eben die Punkte A und,
und B benutzen. Okay, dann die letzte Aussage ist folgende. Wenn wir zwei Riemann-integrierbare Funktionen fg haben, dann ist diese Menge aller Punkte, die zwischen gx und fx liegen, Jordan messbar. Na, man muss sich das so vorstellen, dass man sich f und g, also das wäre jetzt mal unser f und unser g, wäre vielleicht diese Funktion hier und das wären die Funktionsgraphen und dann schaut man sich hier die Menge an, die zwischen den zwei Funktionsgraphen drin liegt. Und das ist eine Jordan-messbare Menge. So, diese Beobachtung ist erstmal klar, wenn f und g Treppenfunktionen sind, weil wenn f, g Treppenfunktionen sind, dann ist das, was hier steht, eine endliche Vereinigung von Quadern und damit eine Jordan-messbare Menge. Und dass das dann auch gilt für beliebige Riemann-integrierbare Funktionen, sieht man, indem man das Riemannsche Integrierbarkeitskriterium dann verwendet. Gut. Ja, für uns war es jetzt wichtig, Folgendes festzustellen, dass wenn wir eine Funktion f haben, die Riemann integrierbar ist und die mit einer Indikatorfunktion der Jordan messbaren Menge multiplizieren, dann sollte dort eine Funktion rauskommen, die wir integrieren können, also die Riemann integrierbar ist. Und um das zu sehen, brauchen wir dieses Lemma hier, das wir im Eindimensionalen schon mal formuliert hatten, aber nicht bewiesen. Das heißt, in dem Lemma sagt man hat zwei Riemann integrierbare Funktionen und dann ist auch das Produkt der Funktion Riemann integrierbar. Okay, das wollen wir uns kurz ansehen und zwar beginnen wir zunächst mal die Aussage zu beweisen in einem Spezialfall, nämlich in dem Fall, wo die Funktionen fg nicht negativ sind. Wir wählen uns ein Epsilon und können mit dem Riemannschen Integrierbarkeitskriterium eben Treppenfunktionen finden, die eben von unten und von oben f und g eben dann abschätzen und sodass die Integraldifferenzen kleiner als Epsilon sind. Wir können die sogar so finden, so wählen, diese Treppenfunktion, dass die Treppenfunktion oder beziehungsweise die Beträge der Treppenfunktion durch diese Konstante c beschränkt sind. Na, die Treppenfunktionen sind alle nicht negativ, von daher muss man den Betrag nicht ansehen. Wie sieht man das hier? Nun, so eine Treppenfunktion hat ja, f quer hat ja diese Gestalt. Und wir können dort, wie wir bereits beobachtet haben, die Quader durch disjunkte Quader ersetzen. Und die Bedingung ist ja, dass f quer größer als f, größer gleich f sein soll. Und das kann man immer kanonisch erreichen, indem man den Koeffizienten hier einfach festlegt als das Supremum von f über die QIs. Und dann sieht man eben, dass so eine Treppenfunktion beschränkt ist durch das Supremum von f. Und für die Treppenfunktion, die von unten f abschätzt, kann man genauso vorgehen und kann dann eben statt dem Supremum hier das Infimum sich ansehen. Und wenn man das eben so macht, dann kann man sehen, dass man diese zusätzliche Bedingung fordern kann. Okay, was man auch beobachtet ist, da alle Funktionen nicht negativ sind, ist, dass das Produkt abgeschätzt ist von oben hierdurch und von unten hierdurch. Das heißt, und das, was hier steht, rechts und links, das sind auch wieder Treppenfunktionen. Und wir werden jetzt nachweisen, dass die Differenz dieser Produkttreppenfunktion beliebig klein gemacht werden kann. Und dazu schaut man sich diese Differenz mal an. Man schreibt die um, indem man plus minus f unten quer g oben quer dazu addiert. Und dann kann man das so faktorisieren und erhält diese beiden Summen. Diese beiden Produkte hier. Und in den Produkten kann man jetzt diese nach oben abschätzen, indem man g oben quer bzw. f unten quer durch c abschätzt. Und dann bleibt hier einfach, wenn man das tut, eben das Integral übrig und das hat man durch Epsilon abgeschätzt. Und dann sieht man, weil das, diese Konstante c ja nicht von Epsilon abhängig ist, kann man diesen Ausdruck hier beliebig klein machen. Und damit hat man das Riemannsche Integrierbarkeitskriterium für f mal g nachgewiesen. So, im zweiten Schritt, nachdem wir das
die das Lemma für nicht-negative Funktionen verstanden haben, können wir im zweiten Schritt das für allgemeine Funktionen verstehen, indem wir allgemeine Funktionen auf den ersten, auf diesen Spezialfall zurückführen. Und dazu schauen wir uns mit f plus den Positivteil an und mit f minus den Negativteil an. Das bedeutet, jedes f zerlegen wir in f plus minus f minus und f plus und f minus sind nicht-negative Funktionen. Und das gleiche machen wir für g und führen also g plus und g minus ein. Und wenn wir jetzt fg mit dieser Identität hier aufschreiben und ausmultiplizieren, dann sehen wir, dass wir diese rechte Seite bekommen. Und bei dieser rechten Seite haben wir hier vier Produkte von nicht-negativen Riemann-integrierbaren Funktionen. Da haben wir jetzt benutzt, dass eben das, was hier steht, eine Riemann-integrierbare Funktion ist, wenn f Riemann integrierbar ist. Und das hatten wir ja in einer Übung bereits diskutiert. Okay, aufgrund von Teil 1 sind also dann auch die Produkte Riemann integrierbar und damit auch diese Summe von endlich vielen Riemann integrierbaren Funktionen. Und damit ist f mal g Riemann integrierbar. So, jetzt kommen wir zu einer zentralen Definition in diesem Abschnitt. Wir möchten sagen, wann eine Funktion f auf einer Jordan-messbaren Menge Riemann-integrierbar genannt wird und wie wir dieses Integral hier dann definieren. Und gut, die Idee ist jetzt schon klar, also wenn wir eine Funktion f haben, die auf einer Menge u definiert ist und eine Jordan-messbare Menge, die eine Teilmenge ist von u, dann nennen wir f Riemann-integrierbar auf Omega, falls dieses Produkt Riemann-integrierbar ist. Und in dem Fall definieren wir uns das Integral von f über Omega als das Integral über n des Produktes. Und wie gesagt, wird man hier f eben außerhalb von u beliebig fortsetzen, zum Beispiel durch die Null, weil das, wie man es fortsetzt, spielt keine Rolle, weil dieser Integrant eh nur von den Werten von f in Omega abhängig ist. Das ist also unsere Definition für dieses Integral hier. Und man kann sich jetzt klar machen, dass das auch konsistent ist mit dem, unserer Schreibweise und unserer Begrifflichkeit, die wir im Fall des eindimensionalen Riemann-Integrals auf kompakten Intervallen eingeführt haben. Wir hatten weiter vorne in diesem Kapitel in Definition 4.11 schon mal das Integral von f über eine Teilmenge des Rn eingeführt und hatten gesagt, okay, eine Funktion f, die auf einer Teilmenge definiert ist, heißt Riemann integrierbar, falls die Fortsetzung von f auf dem ganzen Rn Riemann integrierbar ist auf Rn. Und wir möchten in dieser Bemerkung kurz feststellen, dass diese beiden Definitionen, die Definition 4.11 und die Definition, die wir hier aufgeführt haben, eben den gleichen Integrierbarkeitsbegriff für den Fall, dass Omega eine Jordan-messbare Menge ist, definieren. Also sei Omega eine Jordan-messbare Menge, dann stellt man fest, f ist im Sinne von Definition 4.11 Riemann integrierbar auf Omega, wenn sie eben Riemann integrierbar ist in diesem Sinne hier. Ne? Warum? Nun, in dem Fall ist dann die Fortsetzung f Stern nichts anderes als das, was hier zu sehen ist. Und die Bedingung war ja, dass f Stern eben Riemann integrierbar ist. Andererseits, wenn wir ein f haben, das in diesem Sinne hier Riemann integrierbar ist auf Omega, dann ist die Restriktion von f auf Omega Riemann integrierbar im Sinne von unserer Definition 4.11. Und ja, es ist jetzt bequem und ist auch aus dem Kontext immer klar, was gemeint ist, wenn man dann diese Restriktion aus der Schreibweise entfernt und einfach sagt, f ist ein Element aus dem Raum der Riemann-integrierbaren Funktion auf Omega, auch dann, wenn f auf einer größeren Menge definiert ist. Okay. Ja, ein wichtiger Satz ist jetzt folgender. Wenn wir eine kompakte Teilmenge des Rn haben, dann stellen wir fest, dass diese kompakte Menge genau dann Jordan messbar ist, wenn
alle stetigen Funktionen auf der kompakten Menge Riemann integrierbar sind. Also diesen Satz wird man vor allem häufig so verwenden, dass man eben eine kompakte Jordan-messbare Menge hat und eine stetige Funktion auf der Menge und dann feststellt, dass die dann Jordan-messbar, dass die dann Riemann integrierbar ist. Okay, wie beweist man das? Da muss man zwei Richtungen beweisen. Zunächst die Rückrichtung, also Annahme, alle stetigen Funktionen auf K sind Riemann integrierbar. Dann ist K Jordan messbar. Dieses Argument ist einfach, weil die konstante Funktion, die den konstanten Wert 1 hat, eben stetig ist auf K. Und damit ist eben die Indikatorfunktion von K schon mal eine Riemann integrierbare Funktion auf dem Rn. Und damit ist K Jordan messbar. Die andere Richtung, dass K kompakt plus K Jordan messbar impliziert, dass stetige Funktionen auf K Riemann integrierbar sind, ist ein bisschen komplizierter. Und was wir in dem Argument verwenden werden, ist diese Beobachtung, dass wenn wir einen Quader haben und eine Funktion, die auf dem Quader definiert ist und gleichmäßig stetig ist, dann ist diese Funktion auf dem Quader Riemann integrierbar. Zunächst ist ein Quader eine Jordan-messbare Menge. Und um zu sehen, dass die Funktion dann auf Q Riemann integrierbar ist, verwendet man die gleichmäßige Stetigkeit und das Argument, das wir in Beispiel 4.10 durchgeführt haben. Man wird diesen Quader Q immer feiner diskretisieren in kleinere Quader und dann auf den kleinen Quadern F ersetzen durch konstante Funktionen. Und den Fehler, den man dabei macht, kann man gut kontrollieren, weil F eben gleichmäßig stetig ist. Und auf diese Art und Weise kann man das Riemannsche Integrierbarkeitskriterium für F nachweisen. Genauso wie wir es schon mal durchgeführt hatten. So, mit dieser Beobachtung gewappnet können wir jetzt zeigen, dass stetige Funktionen auf Jordan messbaren kompakten Mengen eben Riemann integrierbar sind. Und dazu setzen wir F erstmal durch 0 fort auf das Komplement von K. Und wir bezeichnen mit C die Supremumsnorm von F. Wir wählen jetzt ein Epsilon und wir möchten das Riemannsche Integrierbarkeitskriterium nachweisen. Und zwar für die Indikatorfunktion von K mal F. Das müssen wir nachweisen, denn das war ja nach unserer Definition das Kriterium dafür, dass F auf K Riemann integrierbar ist. Und wie machen wir das? Wir wählen uns jetzt zwei schöne Mengen aus unserem Mengensystem I. A oben quer, unten quer, die von oben und von innen und von außen K approximieren. Und so, dass die Differenz der Volumen kleiner ist als Epsilon. Ich habe das versucht hier an dem Bild nochmal zu visualisieren. Hier haben wir hier umrandet unsere Menge K und dann haben wir hier in grün zwei Quader, die in K drin liegen. Und die Vereinigung soll unsere Menge A unten quer sein. Und in Gelb markiert noch weitere Quader. Und die Vereinigung von Gelb und Grün soll unsere Menge A oben quer sein. So, und dann definieren wir uns zwei Funktionen, F oben quer und F unten quer, auf diese Art und Weise. Schauen wir uns mal F oben quer an. Wir sagen, F oben quer ist C, also die Supremumsnorm von F, wenn X in den gelben Würfeln drin liegt. Also in dieser Differenz. Und F quer ist F von X, wenn X in diesen grünen Würfeln drin liegt. Und 0 sonst. Also hier weit draußen ist die Funktion einfach 0. Und für F unten quer verfahren wir ähnlich. Wir sagen, f unten quer ist gleich f in diesen grünen Würfeln. In den gelben Würfeln setzen wir f unten quer durch minus c fest und außerhalb einfach 0. Und durch diese Konstruktion hat man jetzt zwei Funktionen, f unten quer und f oben quer, konstruiert, die von oben und von unten die Indikatorfunktion von k mal f abschätzen. Das ist klar, wenn man sich in diesen grünen Würfel befindet, steht hier Gleichheit. Wenn man sich in diesen gelben Würfeln befindet, ist
dieser Wert hier gerade f oder 0 und wird eben dann durch, nach oben durch c und nach unten durch minus c abgeschätzt, weil c ja die Supremumsnorm war. Und außerhalb von diesen Würfeln sind eh alle Funktionen 0 und dann ist das hier auch erfüllt. Ja, und jetzt kann man sich klar machen, dass f unten quer und f oben quer Riemann integrierbare Funktionen sind. Warum ist das so? Nun, dazu verwendet man eben diese Beobachtung aus Schritt 2. Wir können f oben quer oder f unten quer schreiben als eine endliche Vereinigung von gleichmäßig stetigen Funktionen auf Quadern. Warum ist es so? Nun, für die Quader, die gelben Quader, ist es offensichtlich, da sind die Funktionen sogar konstant und damit ist f oben quer restringiert auf die gelbe Menge hier einfach eine Treppenfunktion. Und hier drin, da ist x in a unten quer ist die disjunkte Vereinigung von Quadern. Das heißt, ich kann hier f quer schreiben als die Summe von stetigen Funktionen auf diesen Quadern. Aber jetzt ist die Funktion f ja auf einem Kompaktum stetig und damit sogar gleichmäßig stetig. Und dann bleibt auch f restringiert auf so einen grünen Quader eben gleichmäßig stetig. Und dann können wir die Beobachtung aus Schritt 2 anwenden, um zu sehen, dass f oben quer oder f unten quer auf so einen Quader restringiert eben eine Riemann-integrierbare Funktion ergibt und damit auch folgt dann, weil endliche Summen von Riemann-integrierbaren Funktionen Riemann-integrierbar sind, folgt dann diese Aussage hier. Ja, dann haben wir aufgrund der Monotonität des Integrals, dass das Unterintegral nach unten abgeschätzt wird durch das Integral von f unten quer und das Oberintegral wird abgeschätzt durch das Integral f oben quer. Und nach Konstruktion können wir uns die Integraldifferenz ansehen. Da stellt man erstmal fest, dass der Integrant nur von 0 verschieden ist, wenn wir uns in diesem gelben Bereich befinden. Das heißt, in der Menge a oben quer ohne a unten quer. Und dort ist diese Differenz gerade 2 mal c. Das ergibt dann diese Abschätzung hier. Das 2 mal c können wir rausziehen und dann verbleibt hier das Integral von a oben quer über a unten quer. Und das ist aber gerade diese Volumendifferenz, die hier steht und damit kleiner als Epsilon. Und damit haben wir diese Abschätzung hier bewiesen. Ja, und bei dem ganzen Argument sieht man, dass man eben hier das Epsilon beliebig klein machen kann. Das heißt, wir können auch diese Integraldifferenz beliebig klein machen. Und damit ist die Differenz der linken Seite dieser Abschätzung. Von der rechten Seite kann diese Differenz kann man beliebig klein machen. Und es bedeutet, dass dann aber auch die Differenz vom Ober- und Unterintegral beliebig klein gemacht werden kann. Und das heißt, das Ober- und das Unterintegral müssen gleich sein. Und daraus folgt dann eben die Riemann-Integrierbarkeit von dieser Funktion hier. Und das heißt, f ist auf k Riemann-integrierbar. Und das war das, was wir beweisen sollten. Okay, wir machen noch zwei einfache Beobachtungen. In diesem Lemma haben wir eine Abschätzung nach oben. Wir schauen uns ein Omega an, das Jordan messbar ist und eine Funktion f, die Riemann integrierbar ist auf Omega. Und damit muss sie auch beschränkt sein. Und dann gilt Folgendes, dass wenn wir den Betrag nehmen des Integrals, dann können wir mit der Dreiecksungleichung den Betrag reinziehen. Und wir können jetzt hier den Betrag von f durch das Supremum des Betrages von f abschätzen, das heißt durch die Supremumsnorm abschätzen. Dann kriegen wir eine Konstante, die können wir rausziehen und dann verbleibt das Volumen von Omega, der Jordan-Inhalt von Omega. Und so kriegt man diese Abschätzung, die sagt, dass der Betrag des Integrals abgeschätzt werden kann durch die Supremumsnorm von f mal das n-dimensionale Volumen von Omega. Ja, dann bei diesem nächsten Lemma wird Folgendes adressiert. Es ist oft so, dass man eine Funktion integrieren möchte über ein Gebiet, das eben die Vereinigung ist von Mengen. Und auf den Mengen kennt man vielleicht das Integral schon. Und dann möchte man, wie es hier auch getan wird, feststellen, dass eben das Integral gerade die Summe der Integrale ist.
Und das gilt aber nur, wenn a und b disjunkt sind. Also, schauen wir uns das Lemma an. A, b sind Teilmengen des Rn disjunkt und Jordan messbar. Und dann nehmen wir noch uns eine dritte Menge her, n, und das ist eine Jordan-Nullmenge. Und wir schauen uns jetzt eine Funktion an, die auf dieser Vereinigung eben Jordan-Riemann integrierbar ist. Und dann kriegen wir diese drei Identitäten. Das Integral über a vereinigt b ist die Summe dieser Integrale. Wie gesagt, das gilt nur, wenn a und b disjunkt sind. Das Integral von f über eine Nullmenge ist immer 0. Und das Integral über a ist es gleich, wie wenn wir von a eine Nullmenge entfernen. Das verändert den Wert des Integrals nicht. Und der Beweis dieses Lemma ist einfach. Die erste Identität sieht man einfach, erfolgt direkt daraus, dass die Indikatorfunktion der Vereinigung von a und b gerade die Summe ist der Indikatorfunktion, wenn a und b eben disjunkt sind. Und dann kann man mit der Linearität des Integrals und der Linearität des Raumes der Riemann-integrierbaren Funktion argumentieren. Dann, wenn man jetzt uns die Aussage b ansieht, dann kann man einfach mit Hilfe von Lemma 447 feststellen, dass der Betrag dieses Integrals nach oben abgeschätzt ist durch die Supremumsnorm von f mal das Volumen von n, aber das Volumen von n ist 0, wenn n eine Jordansche Nullmenge ist. Das heißt, das sieht man auch direkt. Und Teil c folgt dann aus a und b, indem man feststellt, dass a geschrieben werden kann als die disjunkte Vereinigung von a ohne n vereinigt mit n. Und dann kann man zunächst das hier anwenden und auch dann diese Identität. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Lernvideos. Im nächsten wird es um den Satz von Fubini und das Prinzip von Cavalieri gehen. Bis zum nächsten Mal.